Hallo, liebe Freunde, willkommen zu einem genialen Spiel, nämlich The Witcher 3 ist endlich released worden und ich freue mich sehr, dieses Spiel endlich spielen zu können. Und als kleine Einstiegshilfe wollte ich euch ein kleines Let's Play zeigen, vor allem mit ein paar Tipps für den Anfang, was euch vielleicht den Anfang ein bisschen erleichtert. Und am besten fangen wir gerade gleich mal an, und zwar mit dem Pferd. Im Tutorial wird es euch, glaube ich, auch gezeigt, dass ihr mit zweimal einem Druck auf den linken Stick das Pferd rufen könnt. Wenn ihr in der Wildnis seid, einfach zweimal den Stick drücken, den linken, und es erscheint auf der Map und kommt direkt zu euch heran. So, in dem Spiel ist es ganz gut gemacht mit den Reisemöglichkeiten. Wir haben auf der Map, ich kann euch das kurz mal zeigen, haben wir hier diese grünen Wegweiser. Wenn man zu diesen hinläuft, kann man diese als Schnellreisepunkte benutzen. Und wir können also überall, wo wir schon waren, können wir hinreisen, was uns die Zeit erspart, da überall hin zu reiten das zweite Mal. Deshalb benutzt das, ist ganz praktisch. So, weiter geht's mit dem Pferd. Und zwar sehen wir hier bereits, das Pferd hat einen Sattel und noch ein paar Gegenstände hinten drauf. Es wäre einmal die Satteltaschen. Die kann man equippen, wenn man auf das Touchpad drauf drückt, und unter Inventar seht ihr auf der rechten Seite unten hier Satteltaschen. Die könnt ihr bei gewissen Händlern kaufen und die erhöhen eure Kapazität des Inventars. Das wäre hier auf der linken Seite. Und somit könnt ihr also mehr tragen, mehr Gewicht dementsprechend. Habt ihr oben, seht ihr, habe ich 102 von 160. Das heißt, wenn wir jetzt noch 48 weitere Kilos eingepackt hätten, wären wir überladen. Und aber dank dieser Satteltasche, die ziemlich viel laden kann, bin ich da gut drunter und ich kann somit weiter kämpfen ohne Probleme. Das zweite am Pferd wäre dieser blutige Sack da. Den hier. Das ist eine Trophäe, die ihr im Laufe des Spiels bekommt. Ihr bekommt verschiedene. Die haben kleine Bonis, die ihr dann als Passiv-Bonis sozusagen habt. Die seht ihr auch hier im Inventar. Wenn ihr auf der rechten Seite nach unten guckt, habt ihr hier Trophäe. Das ist momentan ein Kopf, den ich habe. Der gibt mir plus 5 Bonus-Gold. Plus 5%, Entschuldigung. Und ja, da gibt es auch verschiedene. Wie ihr seht, habe ich hier noch einen im Inventar. Zum Beispiel Bonus-Erfahrung. Da gibt es noch Verstümmelungschancen und so weiter und so fort. Ich will euch nicht zu viel verraten. Aber das sollte euch ein kleiner Hilfe, ein kleiner Tipp sein, dass ihr immer achtet, dass ihr hier was drin habt. Ich meine, gratis, ein Passiv-Boni, da sagt man nicht nein. Dazu kommen noch die Scheuklappen, die wir dem Pferd anlegen können. Ihr seht in der Beschreibung, dass das Pferd Panik kriegen kann, wenn man zum Beispiel in Gegner reinreitet. Dann kann das Pferd ganz schnell mal Panik bekommen, und wenn der Panikbalken voll ist, werdet ihr vom Pferd geschmissen und oft auch getötet von den Gegnern, weil ihr dann so am Boden rumliegt und die kloppen auf euch ein. Deshalb Scheuklappen sehr nützlich, genauso wie Trophäe und die Satteltaschen. So, weiter Tipp Alchemie. Hier habt ihr eine Liste von Dingen, die ihr craften könnt mit Hilfe der Alchemie. Ein Tipp von mir ist, dass ihr die Bomben genauso wie die Tränke oder was haben wir hier unten, die Öle. Die Öle, doch, die Öle auch, okay.
Das sind die Öle, die Tränke, die Absude, also ziemlich alles. Craftet, sobald ihr die Mats dazu habt. Weil ihr könnt die Dinge immer nur einmal craften. Ist aber nichts Schlechtes. Das heißt, ihr habt dann die Tränke, die Öle, was auch immer, habt ihr dann in eurem Inventar. Unter Nützliches seht ihr hier. Habt ihr diese Dinger drin, manche sogar mehrfach, wie wir hier unten sehen. Und wenn ihr die dann aufgebraucht habt, gehen die nicht weg, sondern ihr habt einfach 0 von zum Beispiel 4. Und die füllen sich dann automatisch wieder auf, wenn ihr meditiert. Das Ganze machen wir, indem wir auf das Touchpad drücken und dann mit hier rechts Meditation. Sobald ihr hier meditiert und ihr Alkohol im Inventar habt, was ihr meistens habt, werden sich die Tränke wieder auffüllen. Das heißt, Alchemie, Tränke und so immer machen, weil man kann es nur einmal machen und die füllen sich automatisch wieder auf. Somit spart ihr im Inventar erstens mal Platz und zweitens auch mit der Zeit Gewicht. Da ihr, wie ihr seht, hier sehe ich die hier Alchemie, habe ich ziemlich viel Scheiße drin. Und mit der Zeit sammelt sich das Gewicht ein bisschen. Und so könnt ihr das unterdrücken, dass ihr überladen seid. So, das wäre es mal für den Anfang. Ein weiterer Tipp mit dem Pferd, werdet ihr auch im Tutorial beschrieben bekommen. Könnt ihr mit X, wenn ihr X haltet, auf der Straße folgen, automatisch. Das heißt, ich drücke jetzt nur X und das Pferd folgt der Straße. Wird jetzt hier nach links gehen, genau. Das hilft einem beim Reisen Langsamer. und somit könnt ihr auch praktischer durch die Gegend ziehen. Bei zweimal Schneller. draufdrücken und halten wird das Pferd natürlich schneller, das bekommt ihr auch beschrieben. Kleiner Tipp noch bezüglich der Map. Ihr könnt die Map direkt aufmachen, indem ihr über das Touchpad fährt, also so streift. Ich versuch das mal. Voilà, seht ihr direkt die Map. Dann könnt ihr direkt auswählen, ah, hier so, Viereck, zack, da will ich hin. Wenn ihr fertig seid, draufdrücken und die Map geht zu. Ihr denkt euch jetzt, ja, was, das kenne ich doch und so, ne? Und was ist da der praktische Teil davon? Normalerweise müsst ihr draufdrücken, Map anklicken, warten, okay, Kreis, nochmal Kreis und dann geht's weiter. Los, los. Deshalb streichen, drücken, fertig. So, damit ihr aber auch was ein bisschen vom Spiel seht, ich will euch nicht zu viel spoilern, mache ich jetzt hier einfach mal auf der Karte, oder habe ich eine Quest? Ne, ich zeige euch mal auf der Karte. Zum Beispiel, das haben wir hier, oder hier, das haben wir noch nicht gemacht, ne? Monsternest zum Beispiel. Markiere ich und gehe ich dahin. So, doppelt drücken, schneller Modus, Pferd. Kreis kann man springen. Auch ganz gut. Hier hinreiten. Voilà, hier haben wir das Nest. Absteigen, alles klar. So, das Nest ist eines der vielen kleinen Dinge, die ihr ab und zu auf der Map sehen werdet. Ein Das Ghoul Ganze Nest. müssen wir Ich muss immer es zerstören zerstören. mit einer Bombe, die wir ebenfalls mit Hilfe der Alchemie gecraftet haben. Können wir jetzt hier reinschmeißen, dann in Deckung gehen. Und boom. Komm Kommt noch schon. einer raus. Zack. Sehr schön. Schneller. Tja, dann fällt mir noch ein kleiner Tipp für am Anfang. Und zwar unter Alchemie gibt es einen Trank. Gucken, ob ich den direkt finde. Ich habe, glaube ich, das. Genau, das ist die verbesserte Version. Aber
Ich kann es euch erklären, und zwar der Schwalbentrank ist gut für den Anfang. Wenn ihr das Rezept dann habt, dann könnt ihr den machen und wie ihr lesen könnt, beschleunigt er die Regeneration der Vitalität. Ja, das ist sozusagen ein Heiltrank, damit ihr nicht so viel essen müsst, weil Essen gibt es zwar ja, ab da, nee, nicht Hälfte. Ich sag mal, mit der Zeit findet ihr recht viel Essen, ja. Aber am Anfang ist es ziemlich knifflig, weil du am Anfang nicht so viel zu essen hast. Und da musst du halt gucken, wie du klarkommst. Ansonsten verreckst du die ganze Zeit. Kannst du einerseits den Schwalbentrank machen, wenn du den hast. Oder du kannst, wenn du Level Up gehst, kannst du hier unter Charakter, kannst du hier die Fertigkeitspunkte verteilen. Gibt es hier bei allgemein sehr gute Punkte, die ihr hier einsetzen könnt. Gute Fähigkeiten. Und zwar wäre das zum Beispiel Sonne und Sterne, was am Anfang sehr gut ist, generell auch im weiteren Verlauf des Spiels sehr hilfreich ist. Und zwar tagsüber werdet ihr die Leben regenerieren. Ja, das heißt, tagsüber werdet ihr geheilt automatisch, wenn ihr rumreist oder sonst was macht. Ihr könnt auch in der Nacht, wenn es Nacht ist und ihr habt nicht so viel Leben, könnt ihr meditieren, dass es Tag wird und ihr somit geheilt werdet, während ihr rumreist. Was eine große Hilfe ist, immer wieder full health zu haben, bevor ihr in einen Kampf geht, damit ihr nicht immer alles wegfressen müsst, bevor der Kampf überhaupt angefangen hat. Deshalb rate ich euch, am Anfang vor allem hier unter Allgemeinem reinzugucken und vielleicht den einen oder anderen Punkt rauszunehmen, respektive die ein oder andere Fähigkeit oder Fertigkeit hier auszuwählen, das euch einen besseren Start ermöglicht. So, ein weiterer Tipp, Glossar, was auch immer, Bestiarium. Seht ihr die Gegner, die ihr trefft, sobald ihr einmal auf einen getroffen seid, ist er hier eingetragen. Zudem könnt ihr, glaube ich, auch Bücher kaufen, die euch hier Einträge geben. Und wie ihr sehen könnt, da habe ich hier schon ein paar drinne. Ich will hier nicht zu viel spoilern. Hier, ein Bär zum Beispiel, ne? So, hier seht ihr wunderbar die Schwachstelle des Bären. Zum Beispiel ein Bestienöl auf eurer Waffe. Oder das Quen-Zeichen, was sehr gut gegen den Bären hilft. Hier die Hunde, Wölfe, was auch immer. Nicht zu viel zeigen. Hier gewisse Bomben. Also wenn ihr mal beim Gegner nicht weiterkommt, weil ihr die ganze Zeit verreckt und der einfach kein Leben verliert, guckt hier rein. Sehr nützlich, sage ich euch. Lohnt sich wirklich hier reinzugucken. Und dann werdet ihr es hoffentlich auch schaffen. Sehr gute Hilfestellung. Bezüglich Inventar und euren Items, vergesst nicht, dass gewisse Items oben links einen kleinen Kreis haben. Und zwar seht ihr dann bei der Beschreibung unten links, dass die leere Kreise haben und ihr denkt, was ist denn das? Das sind Plätze für Glyphen oder Relikte? Was sind die Relikte für die Waffen? Ne, Runenstein. Runenstein und Glyphen. Die könnt ihr dann in die Waffen oder die Rüstungen einsetzen, was euch einen zusätzlichen Boni gibt. Und somit ihr dann die Punkte da unten ausgefüllt seht. Zum Beispiel hier. Übrigens, Tipp ebenfalls, wenn ihr im Inventar seid oder bei einem Händler und ihr habt keinen Bock, jedes Mal hier tausendmal nach rechts zu drücken, bis ihr endlich beim Händler drüben seid, ja, drückt einfach mit dem rechten Stick. Warte, ich zeig's euch, ich gehe hier rüber. So, rechter Stick. Bam. Direkt drüben, ja. Sehr guter Tipp. Merkt euch das. Hat mir einige Nerven erspart.
Ach ja, Inventar. Wichtig ist ebenfalls, dass ihr hier unten die Tränke, die ihr macht, hier unten reinpackt. Nebst dem Essen könnt ihr immer einen Trank dabei haben. Ihr könnt aber auch zwei Tränke da haben, oben und unten. Was ich euch aber nicht empfehle, da ja oben was zu essen immer sehr gut ist. In der Mitte kommen die Bomben hin und ganz rechts empfehle ich euch eine Fackel oder immerhin im Inventar eine Fackel zu haben, falls ihr mal in eine dunkle Höhle kommt. Könnt ihr die Fackel hier equippen und ich zeige euch das hier draußen. L1 könnt ihr, wenn ihr nicht auf dem Pferd sitzt, mit Hilfe L1 die Fackel anwählen. Dann R1, zack, Licht. Sehr gut für dunkle, verlassene oder eben nicht verlassene Höhlen. So. Ein kleiner Spoiler, wie groß die Map ist. Das seht ihr hier, das ist die allererste Anfangsmap. Hier habt ihr ein paar Dinge, die schon aufgedeckt sind von mir. Dann kommen wir zur zweiten Map. Das ist ein Schloss. Die dritte, respektive vierte, ist dann schon ein bisschen größer. Ihr habt hier echt einiges zu sehen. Die Fragezeichen habe ich alle noch nicht aufgedeckt. Und es sind lange noch nicht alle. Hier oben habt ihr ich glaube, größte Stadt in Witcher 3. Dann habt ihr hier unten noch einmal ein Gebiet, das auch noch einmal so riesig ist. Ja, also es gibt ziemlich viel zu entdecken. Und ja, es lohnt Komm sich auf schon. jeden Fall. Ich will euch eigentlich gar nicht zu viel zeigen. Aber ein kleines hier, das habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. Das können wir jetzt noch kurz machen. Und zwar ist das in einem Wasser. Ein. Was war das? Versteck oder sowas? So ist gut. Müssen wir reintauchen. Wichtig, bevor ihr ins Wasser geht, guckt, dass ihr eure Armbrust equipped habt. Weil unter Wasser können ebenfalls Gegner kommen. Und wir haben kein Schwert unter Wasser. Wir können das Schwert nicht benutzen. Deshalb Armbrust equipped haben unter Wasser. Da die Armbrust die einzige Waffe ist, die wir benutzen können. Und die ziemlich stark ist. Patz! Ein Schuss kaputt! Patz! Und noch einer. Und alles tot, alles klar. Hier mal wieder Luft holen. Bevor wir dann zum Schatz runtertauchen. So. L2, unsere Hexensinne. Wie immer. Doch, holen wir doch den Schatz mal hoch. Okay, eine kleine Rüstung. Und ein bisschen Geld. So, schwingen wir wieder an Land. Tja, wir fangen gerade keine kleinen Tipps mehr ein, die ich euch geben könnte. Am besten schaut es euch selber mal an. Ja, ich finde das Spiel einfach genial. Weil ich es so genial fand, wollte ich euch nicht zu viel spoilern. Deshalb habe ich ein kleines Tipps und Tricks für den Anfang Video gemacht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ihr habt bestimmt auch schon Videos darüber gesehen, über das Spiel und alles. Wenn es euch gefallen hat, kauft es euch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten möchte ich mich bedanken fürs Zugucken. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Vielen Dank und tschüss.